Hey, so schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf den heutigen Keep Yourself Workshop. Und erstmal, sorry, dass ich so spät reingeschneit bin, denn ich habe extra Essen bestellt, weil heute so ein voller Tag war von Uni zu nach Hause zu in den Keep Yourself Workshop. Und mein Essen kam einfach super viel zu spät, dass es erst geliefert wurde, 10 Minuten bevor es live gestartet hat. Deswegen habe ich jetzt ganz schnell versucht, es aufzuessen und dann alles so wegzuräumen, bis ich jetzt live hüpfen kann. Deswegen heute ein bisschen später als sonst. Aber ich hoffe, es geht dir gut. Und bevor wir in den Keep Yourself Workshop starten, kannst du mir super gerne einmal reinschreiben, mit welcher Energie du vielleicht gerade reinkommst, von wo du vielleicht auch gerade im wahrsten Sinne des Wortes reinschneist, wie es dir heute geht und natürlich, ob das das erste Mal ist, dass du live dabei bist oder ob du tatsächlich schon öfters live dabei warst. Und wenn du dann ganz in Ruhe tippen kannst, werde ich nochmal kurz sagen, was ist der Keep Yourself Workshop? Der Keep Yourself Workshop ist mein wöchentliches Live-Coaching, wo ich einmal die Woche, meistens mittwochs abends um 19 Uhr live komme und zu verschiedenen Themen, die für dich gerade aktuell wichtig und herausfordernd sind, einfach meinen Input zu geben. Und du kannst meistens dienstags oder mittwochs für dein Lieblingsthema abstimmen. Das heißt, hab da auch immer ein Auge auf meine Story. Wenn du Themenvorschläge hast, kannst du die auch vorab einreichen. Und ja, heute habt ihr euch für das Thema Losgehen entschieden. Und ich habe mich gefragt, was ist für mich persönlich so das Wichtigste am Thema Losgehen gewesen? Und deswegen möchte ich heute gar nicht mit dir teilen, was sind die Top 3 Dinge, wie du losgehen kannst, sondern ich möchte mit dir teilen, was sind die Top 5 Dinge, die dich davon abhalten, loszugehen. Weil wir alle wissen irgendwie, wir sollten uns einen Plan machen, wir alle wissen irgendwie, ja, man macht dies, man macht das, man macht jenes, aber trotzdem hält ja die meisten irgendwas, trotz dieses Wissens, was sie theoretisch haben, davon ab, loszugehen. Deswegen habe ich mir die 5 Dinge zusammengetragen, von denen ich glaube, dass sie die meisten Menschen davon eben abhalten, loszugehen. Und bevor ich mit dem Input aber starte, schaue ich einmal in den Chat. Hallo liebe Manu, schön, dass du dabei bist. Hallo liebe Hanna. Eine Wiederholungstäterin, ich weiß. Ich erkenne dich am Namen. Es sind einige Wiederholungstäter dabei. Hallo liebe Sarah. Hallo liebe Nina. Hallo liebe Eske. Hallo lieber Tim. Tim habe ich gestern ein Podcast-Interview aufgenommen für seinen Podcast, was am Freitag rauskommt. So schön, dass ihr heute alle da seid. Und wie gesagt, ihr habt euch heute für das Thema Losgehen entschieden. Das heißt, wie kann ich für meine Träume losgehen, beziehungsweise was unterstützt mich für meine Träume loszugehen? Und ich glaube, viel wichtiger als sich zu fragen, wie kann ich jetzt endlich losgehen, ist sich zu fragen, was hat mich bisher davon abgehalten, loszugehen. Das bedeutet, gehen können wir ja alle. Umsetzen können wir eigentlich auch alle. Wir haben einen Körper, wir haben Hände, wir haben Zeit, wir haben Energie. Die Frage ist da halt wirklich immer, was hat dich bisher davon abgehalten, loszugehen? Was waren die Dinge, die dich einfach innerlich, vielleicht auch mental blockiert haben, um wirklich zu sagen, ich mach das jetzt? Und ich habe da heute in meiner Mittagspause tatsächlich drüber nachgedacht, als ich gesehen habe, dass dieses Live-Thema für euch am stärksten ist. Mir sind für mich persönlich einfach 5 Dinge gekommen, 5 Blockaden, von denen ich glaube, dass sie die meisten Menschen beeinflussen. Und ich würde heute gerne einmal nach und nach die Blockaden mit dir besprechen, dann so ein bisschen gucken, was hat das auf emotionaler Ebene mit dir zu tun, um dann dir nochmal Tipps mit an die Hand zu geben, was wichtig und wertvoll ist. Bevor ich das mache, sage ich Marc, dass ich den Ständer nur das Licht brauche und du kannst es wieder runterfahren. Marc hat mir währenddessen noch mein Licht aufgebaut, weil das Licht jetzt immer so verrückt ist. Aber er ist gerade ganz verunsichert dabei zu gucken, was die richtige Höhe ist, weil er nicht sieht, wie mein Gesicht ausgeleuchtet wird. Aber ist so gut. Danke. Voll schön. Dann starten wir rein in die 5 Blockaden. Und die erste Blockade, die viele Menschen haben, die nicht losgehen, ist Blockade Nummer 1. Sie wissen nicht, wofür sie losgehen sollen. Es gibt eine Vielzahl an Menschen, die überhaupt nicht wissen, wofür soll ich losgehen? Was ist denn meine Vision? Was ist denn meine Leidenschaft? Was ist denn meine Passion? Wofür lebe ich denn überhaupt? Und das hat bei den meisten Menschen dann einfach immer wirklich mit einem Mangel an Bedürfnisbewusstsein, aber auch Selbstbewusstsein zu tun. Das heißt, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, was tut mir als Mensch, als individueller Mensch, als Persönlichkeit gut und gleichzeitig aber auch ein Selbstbewusstsein, wer bin ich, was mag ich, was macht mir Freude, was hat mir vielleicht auch Freude gemacht, was ist der Sinn meines Lebens und warum bin ich hier? Das heißt, die erste große Blockade ist dieses, ich weiß nicht wofür.
ich weiß nicht, wofür ich losgehen soll. Ich wünschte, ich hätte so eine krasse Lebensvision. Ich wünschte, ich wüsste, wofür ich auf dieser Erde bin. Aber ich habe einfach keine Ahnung. Und was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ich auch ganz lange Angst hatte davor. Und ich habe irgendwie voll oft oder voll lange auch gedacht, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ich weiß irgendwie nicht, was der Sinn meines eigenen Lebens ist. Ich weiß nicht, wofür das Ganze. Und das, obwohl ich eigentlich schon meine Erfahrungen mit den Tieren gemacht habe. Und die größte Blockade, die da ist, wenn wir nicht wissen, wofür, ist, dass wir uns nicht entscheiden zu fühlen. Weil um zu wissen, wofür wir etwas machen, müssen wir uns erlauben zu fühlen. Müssen wir uns erlauben, Freude zu fühlen, Schmerz zu fühlen, Dankbarkeit und Liebe zu fühlen, aber auch Unzufriedenheit und Wut. Denn für mich sind tatsächlich meine Emotionen, meine Gefühle das, was mich am allermeisten leidet. Und alle Menschen, die nicht wissen, wofür, haben häufig einfach keinen Zugang bzw. Angst zu all ihren Emotionen. Vor allen Dingen Angst zu den Emotionen, die ihnen zeigen würden, warum sie hier sind. Und die Emotionen, die dir zeigen, warum du hier bist, ist nicht unbedingt Liebe. Das wäre total schön, wenn es nur Liebe wäre. Die Emotionen, die dir zeigen, warum du hier bist, sind vor allen Dingen auch Unzufriedenheit, vielleicht sogar Wut. Wut über das, wie es vielleicht gerade ist. Gerade vielleicht am Weltfrauentag, dass du denkst, es ist total beschissen, dass es immer noch eine Bezahlungsgap zwischen Männern und Frauen gibt. Auch in Deutschland, dass Frauen nach wie vor einfach schlechter bezahlt werden als Männer in den meisten Berufen. Vielleicht bist du unzufrieden als Mann, dass Männer sexuell ebenso wie Frauen immer stigmatisiert werden, Männern immer so eine Art Gefühlslosigkeit dabei unterstellt wird und es als Mann für dich total schwierig ist, Emotionen zu zeigen und auch mal zuzulassen, wie Männlichkeit auch sein kann, für dich persönlich. Vielleicht bist du damit unzufrieden und möchtest dann halt einfach, ja, das teilen. Aber um das zu spüren, womit du unzufrieden bist, wie in meinem Fall, ich finde es scheiße. Ich finde es im wahrsten Sinne des Wortes scheiße, dass tagtäglich so viele Tiere sterben, wir den Lebensraum zerstören, wir überhaupt nicht wissen, was wir mit unserer Erde machen, wie viele Menschen sich einfach nur disconnecten, dass wir die ganze Zeit in der digitalen Welt abhängen, obwohl die nicht digitale Welt, die Realität, die Natur, das ist, was uns eigentlich gesund, glücklich und zufrieden macht. Das finde ich scheiße. Ja? Und das ist aber einer meiner Antreiber, loszugehen. Das heißt, immer wenn du nicht weißt, wofür, immer wenn du dich nicht spürst und dieses Bewusstsein nicht hast, dann liegt es daran, dass du Angst vorm Fühlen hast und deine Emotionen nicht zulässt. Sowohl die für die Liebe, sowohl die für die Freude, als natürlich auch die für die Trauer oder die Wut. Und das kann sich bei dir entweder in Trauer äußern, dass du traurig bist, dass es ist, wie es ist. Es kann sich äußern in Wut. Es kann sich aber auch äußern mit, das macht mir unfassbar viel Spaß. Oder auch in meinem Fall, ich liebe es. Und meine Kombination, um loszugehen, ist tatsächlich einfach wirklich Wut. Und Liebe. Ich finde es kacke, wie es ist. Und ich habe meine Tiere so sehr lieb. Ich liebe das so sehr. Ich liebe die Natur. Okay, ich verändere was. Vielleicht ist es bei dir auch Trauer und Freude. Ich bin traurig, dass Menschen einfach nicht mehr gesund kochen und sich nicht gesund ernähren und überhaupt nicht mehr damit befassen, wie sie ihren Körper versorgen, obwohl das ja die Grundlage auch von deiner Energie ist. Und ich habe so viel Spaß daran zu kochen. Hey, geil, dann mache ich einen YouTube-Channel über gesunde Ernährung und was eigentlich wichtig für deinen Körper ist, ja? Und dann kommt eigentlich auch ganz schnell wieder Klarheit rein, wer du bist und was du wirklich möchtest, was du auch wirklich in dieser Welt bewirken und erreichen möchtest. Das heißt, die erste Blockade ist die Ich-weiß-nicht-wofür-Blockade. Und die wird meistens daher bedingt, dass wir Angst davor haben, zu fühlen. Und dann kannst du für dich natürlich auch immer Notizen machen und gucken, oh Gott, habe ich die oder die oder die Blockade? Und auch wenn es jetzt sich für dich erstmal anfühlt, als wäre alles blockiert, kann ich dir sagen, bei mir war auch mal alles blockiert. Alle fünf Dinge sehr hoch hinaus, deswegen kann ich ja heute drüber reden. Und kann dir aber auch sagen, dass du Schritt für Schritt, wenn du dich mit dir selbst befasst, wenn du es dir erlaubst, da auch rauskommen kannst, ja? Also all good. Egal, wo du gerade stehst, sei liebevoll, sei nett zu dir. Die zweite Blockade, die meisten Menschen haben, bevor sie losgehen, ist die, das wäre doch egoistisch Blockade. Und das ist immer die Befürchtung zu ich bezogen sein. Das sind Menschen, die denken, wenn ich jetzt meinen Job kündige und für mich losgehe, dann lasse ich meine Arbeitskollegen alleine, dann enttäusche ich vielleicht meinen Partner, dann kann ich vielleicht irgendwann meinen Kindern nicht genug Geld vererben, dann kann ich dies, das oder jenes nicht tun, vielleicht habe ich dann zu wenig Zeit für meine Freunde, ein bisschen weniger Zeit erstmal für meine Familie. Ich kann nicht losgehen, weil das wäre vollkommen egoistisch. Und was ich dabei festgestellt habe, ist, dass es zwei wichtige Dinge gibt. Zum einen sehen die Menschen erstmal nicht, und das ist so ein ganz spannender Faktor, wie egoistisch es ist, mit anderen Menschen nicht ihr wahres Ich zu teilen. Denn nur wenn du dich zeigst und zeigst so, wie du bist, mit dem, was dir auch wichtig ist,
dann kannst du auch wahrhaftig geliebt werden und vor allen Dingen auch wahrhaftig lieben und lässt Menschen die Chance, jemanden kennenzulernen, den sie sich wirklich verlieben möchten und nicht in irgendeine Attrappe oder Maske oder irgendwas, ja? Das ist immer mein typisches Tierbeispiel. Wenn du die ganze Zeit ein Zebra bist, was im Löwenkostüm steckt, dann ist es auch nicht fair, die ganze Zeit einem Löwenmännchen irgendwas vorzumachen und das Löwenmännchen sich wundern zu lassen, warum ihr euch nicht paaren könnt. Jetzt mal ganz flach gesagt. Und in deinem Fall, wenn du dich die ganze Zeit verstellst und die ganze Zeit eine Maske auf hast, dass du dich nicht wunderst, dass du das Gefühl hast, nie so geliebt zu werden, wie du bist, weil du halt auch einfach dich nicht zeigst, wie du bist und deswegen die Liebe bei dir am Herzen nicht ankommen kann. Das ist aber eher so dieser It's all good, zeig dich, wie du bist, Faktor. Was für mich aber dahinter steht zwischen ich habe Angst, egoistisch zu sein, beziehungsweise ich bin egoistisch, wenn ich für meine Träume losgehe, ist die Angst vor Ablehnung. Ist die Angst, dass wenn wir jetzt für uns einstehen, dass wenn wir jetzt Grenzen setzen, dass wenn wir jetzt mal sagen, ich liebe dich, zu deinem Partner vielleicht, und ich brauche zweimal die Woche den kompletten Abend für mich, um mir Zeit für mich zu nehmen, für meine Träume zu nehmen, dass wir Angst vor Ablehnung haben. Dass wenn wir es unseren Eltern oder unseren Freunden sagen, nee, ich kann heute nicht feiern gehen, ich bin dabei, meine eigene Webseite zu bauen, dass wir Angst haben, dafür abgelehnt zu werden. In Form natürlich vielleicht von, das finde ich nicht gut, in Form aber auch von Sarkasmus. Ja, das bringt doch eh nichts und das wird eh nie was und das wird eh nie laufen, das wird eh nie gut und das wird eh nie cool. Und aus dieser Angst vor Ablehnung erzählen wir uns lieber, dass es egoistisch wäre, für unsere Träume loszugehen, weil wir so eine große Angst davor haben, andere Menschen dann eben diese Emotion oder diese Reaktion auf etwas zu spüren, was uns persönlich so wichtig ist. Und was ich dir aber sagen möchte ist, es ist nicht ich-bezogen, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Es ist nicht ich-bezogen, deinen Platz in dieser Welt einzunehmen. Denn es ist genauso, als würden irgendwelche Tiere da draußen im Ökosystem einfach sagen wie die Bienen, nee, also meine Familie, die erwartet eigentlich von mir, dass ich die ganze Zeit nur in meinem Bienenstock sitze. Ich bin kein Bienenexperte, kann voll biologisch falsch sein, dieses Beispiel, aber du weißt, worum es geht. Meine Familie will, dass ich die ganze Zeit in meinem Bienenstock sitze und in meinem sicheren Zuhause bleibe und deswegen fliege ich nicht raus und gehe nicht zu Blümchen und hol mir dann nicht die Pollen und mach keinen Honig. Und vielleicht fühlt es sich im ersten Moment egoistisch an, rauszufliegen als Biene und Honig zu produzieren, wie auch immer. Langfristig ist es aber nicht der egoistische Weg. Langfristig ist das genau das, wie du der Welt viel, viel mehr zurückgeben kannst. Das heißt, die zweite große Blockade, die viele, viele Menschen haben, ist die, das wäre egoistisch Blockade, hinter der eigentlich nur die Angst vor Ablehnung steht. Und du kannst mir auch super gerne schon mal unten reinschreiben, ob du dich in einer der Blockaden wiedererkannt hast, ob sie so ein bisschen wie mir ging. Ich habe heute sehr viel über mich geschmunzelt, als ich die Blockaden aufgeschrieben habe. Und die nächste Blockade. Blockade Nummer 3 ist, ich darf oder ich kann das nicht. Das ist die Glaubenssatzblockade, die typische Blockade, die wir alle irgendwo von Grund auf mitgegeben bekommen haben, dass wir für irgendwas nicht gut genug sind, dass wir irgendwas nicht können, dass wir irgendwas nicht dürfen, dass wir irgendwas nicht sollen. Meistens entstehen diese Glaubenssätze, diese ich kann nicht, ich darf nicht, ich bin nicht, immer dann, wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, wenn du irgendwann in deiner Kindheit zum Beispiel irgendwie für dich eingestanden bist oder gesungen hast und jemand zu dir gesagt hat, du kannst nicht gut singen, du aber tief in dir gespürt hast, du willst eigentlich für dein Leben gern singen, dann entsteht in dem Moment der Glaubenssatz, ich kann nicht singen. Ich muss mich da total immer an so eine Geschichte aus meinem Leben erinnern. Ich habe es so geliebt zu singen als Kind, also ich war sowieso, ich war auch ziemlich laut, ich habe meiner Begeisterung immer viel Ausdruck verliehen. Aber es gab so einen Moment, der für mich persönlich ganz, ganz schlimm war. Und zwar stand ich in meinem Zimmer und es gab früher SingStar. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Da hast du so ein Mikro und das ist an deine PlayStation 2 angeschlossen. Dann konntest du die verschiedensten Lieder halt singen. Und es gab High School Musical SingStar. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja? Auf jeden Fall war das mein Lieblingsfilm. Auf jeden Fall wollte ich auch immer so geil singen können. Und ich habe tatsächlich so oft den ganzen Nachmittag in meinem Zimmer gestanden und alle Lieder von High School Musical durchgesungen, dieses Mikro in der Hand, mich gefühlt wie die Darsteller und einfach nur gedacht, irgendwann spiele ich bei High School Musical 4 mit und kriege da mein eigenes Duett und was auch immer. Ich war total am Träumen, ich war total in meinem Moment, ich habe es total geliebt, ich habe es total genossen, ich habe mich so crazy geil gefühlt. Und ich weiß noch, dass an einem Tag meine Schwester einfach meine Zimmertür aufgerissen hat, während ich da am Singen war und am Performen war und am Dancen war. Und sie mit ihren Freunden in der Tür stand. Also sie stand mit ihren älteren Freunden in der Tür.
hat angefangen zu lachen und hat halt dann applaudiert und meinte, das war das schlechteste Konzert, was ich jemals gehört habe. Und das war mir so peinlich, das war mir so unangenehm, dass immer, wenn ich dann gehört habe, dass irgendwer hochkommt, wir haben im oberen Geschoss gewohnt, dass ich aufgehört habe zu singen, weil ich halt so Angst hatte, weil ich ja nicht singen konnte und ich da dann nicht wollte, dass das jemand hört, wenn ich dann nicht gut bin, wenn ich dann nicht gut genug bin. Und so Erfahrungen haben wir alle und es müssen nicht mal große Erfahrungen sein. Das hier war einfach nur ein Witz für meine Schwester, um bei ihren Freunden ein bisschen cooler dazustehen, so wie es Geschwister immer untereinander machen. Aber für mich ist in dem Moment der Glaubenssatz entstanden, ich kann nicht singen, ich kann das nicht. Und wenn ich singe, mache ich mich lächerlich. Und vielleicht hast du diese Blockade auch, vielleicht hast du die Blockade wie, ich kann mich nicht selbstständig machen, weil ich war schon immer auf Hilfe von meinen Eltern vielleicht angewiesen oder Freunden. Oder ich kann keine Rednerin werden, weil das mir halt früher total schwierig gefallen ist, Vorträge vor der Klasse zu halten. Vielleicht ist dein Glaubenssatz aber auch, ich bin keine gute Mitarbeiterin, weil du irgendwann mal im Job die Erfahrung gemacht hast, dass du nicht wertgeschätzt wurdest für das, was du gemacht hast und wie du gearbeitet hast. Und jetzt immer total im Überleistungsdruck bist und das Gefühl hast, mehr und mehr und mehr geben zu müssen. Und es ist dabei wirklich egal, was du eigentlich machen möchtest und wofür du losgehen möchtest. Ob du dich für eine neue Jobbewerbung losgehen möchtest, ob du für eine Selbstständigkeit losgehen möchtest, ob du privat auch einfach für ein Thema losgehen möchtest. Aber hinter diesen Glaubenssätzen steht in der Regel einfach auch diese Angst davor zu scheitern. Die Angst, es nicht zu schaffen. Die Angst, dass die ganze Welt zusieht, wie man dann es doch nicht schafft. Und dann, wie bei mir früher, meine Schwester applaudierend in der Tür steht und sich darüber lustig macht. Und falls es dir auch da so geht, kannst du da auch immer wieder für dich reinkommen in das Gefühl, dass dieser Moment eine Erfahrung war, aber dass diese Erfahrung nicht dein ganzes Leben bestimmt. Und heute singe ich zwar nicht live auf YouTube oder Instagram, aber wenn der Marc mit mir Auto fährt, dann muss er schon ganz schön leiden, in Anführungszeichen. Ich weiß ja gar nicht, wie gut ich tatsächlich singen kann oder wie nicht gut. Ist mir aber glücklicherweise bei Marc total egal. Und dann sitze ich immer bei Marc im Auto und singe mir meine Seele aus dem Leib. Und es tut so gut, endlich wieder zu singen. Egal, ob ich das gut mache oder nicht gut mache, es tut einfach so gut, endlich wieder zu singen. Weil es für mich so eine krasse Art und Weise ist, mich und meine Emotionen und meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und einfach da zu sein und präsent zu sein und mir Raum zu nehmen mit meiner Stimme und mit dem, was mich gerade anspricht. Deswegen, immer wenn du das Gefühl hast, ich darf nicht, ich kann nicht, dann ist es in der Regel eine Glaubenssatzblockade, Blockade Nummer 3. Und dahinter steht auch ganz, ganz oft eben auch die Angst davor zu scheitern. Das heißt eben vom Außen für den eigenen Weg auch verurteilt zu werden. Der nächste Punkt, den wir haben, die vierte Blockade, ist die alles andere ist wichtiger Blockade. Und ich glaube, die kennen wir alle. Ich würde ja für meine Träume losgehen. Aber ich muss noch das machen, aber ich muss noch das machen, aber ich muss noch jenes machen. Und ja, meine Freundin hat mich jetzt gebraucht und mein Partner hat mich hier gebraucht und die braucht meine Unterstützung da. Es ist diese alles andere ist wichtiger Blockade außer deine Träume. Und das ist eine ziemlich tolle Blockade, weil du immer irgendwas finden wirst, was wichtiger als deine Träume ist. Weil du immer irgendwas finden wirst, was du stattdessen machen kannst. Und sei es, oh, es ist heute wichtiger, die Fenster zu putzen, als für meine Träume loszugehen. Oh, es ist heute wichtiger, meine Wohnung zu putzen, als für meine Träume loszugehen. Oh, es ist heute wichtiger, keine Ahnung, nochmal X oder Y zu machen. Für jemand da zu sein. Dann Leuten zu schreiben, wie es ihnen geht, nur um auf Antwort zu warten, eventuell dem eigenen Helfersyndrom nachgehen zu können. Dieses alles wichtiger Blockade hat total mit Priorisierung zu tun. Und damit, dass du dich und deine Träume in deinem Leben absolut nicht priorisierst und sie mit als das Unwichtigste auf emotionaler Ebene betrachtest, was es gibt. Und deswegen, weil es ja einfach so ist, dass du wirklich ja, das Gefühl hast, alles andere ist wichtiger, es ist einfach so, dass du immer wieder auch nach anderen Dingen suchst. Natürlich ist das eine Blockade und natürlich ist das eine Ausrede, die du dir erzählst. Aber dahinter steht immer ganz oft auch die Angst vor Verlusten. Das heißt, wenn ich anfange, mich zu priorisieren, könnte ich andere Menschen verlieren. Weil auf einmal wird sich die Reihenfolge in deinem Leben verändern, was dir wichtig ist und was dir wichtiger ist. Das heißt nicht, dass dir die Menschen, die du liebst, nicht wichtig sind, deine Beziehung nicht wichtig ist, aber dass du auch auf einmal sagst, du bist mir wichtig und ich bin mir wichtig. Und das ist kein Aber. Es ist nicht entweder oder, es ist ein du bist mir wichtig und ich bin mir wichtig. Ich bin mir wichtig und du bist mir wichtig. Ja? Und das bedeutet einfach, wenn du da wirklich Angst hast,
und in deinem Kopf immer wieder das Gefühl hast, alles andere ist wichtiger. Oder zu den Menschen tust, die 100.000 Menschen helfen, nur nicht sich selbst, die abends ein 8-Gänge-Menü für die Freundin mit Liebeskummer kochen würden, aber sich selbst irgendwie nicht mal aufraffen, sich abends irgendwas zu machen, dann hat das einfach damit zu tun, dass du dich, deine eigenen Bedürfnisse, deine Träume nicht priorisierst. Und das hat häufig einfach mit Verlustangst zu tun. Was ich dir an der Stelle aber sagen möchte, ist, dass die Angst davor, alles andere im Außen zu verlieren, vor allen Dingen bedingt, dass du dich verlierst. Das heißt, es kann zum einen eben auch damit zu tun haben, dass du einfach lieber dich verlierst, weil du daran gewohnt bist, dich seit 20 Jahren irgendwie nicht mehr zu spüren, als vielleicht jemand anderen. Weil vor allem, wenn wir uns selbst verloren haben, machen wir unsere Identität ja auch vom Außen abhängig. Ich bin die Frau von, ich bin der Partner von, ich arbeite bei. Aber wer bist denn du, wenn du nur sagst, ich bin? Und gerade wenn wir uns selbst verloren haben, ist das eine super, super spannende Blockade, die uns auch davon abhält, hinzuschauen und uns selbst wieder zu finden. Das heißt, die vierte Blockade ist die alles andere ist wichtiger Blockade. Wir priorisieren alles und jeden in unserem Leben außer uns selbst. Warum? Weil wir Angst haben, dass wenn wir uns wieder priorisieren, dass wir vielleicht andere Menschen, andere Dinge verlieren können. Die fünfte Blockade, die auch einige kennen, bevor ich darauf eingehe, trinke ich noch einen Schluck, ist die Ich-habe-keine-Zeit-Blockade. Die Ich-habe-keine-Zeit-Blockade ist ähnlich wie die Alles-andere-ist-wichtiger-Blockade, aber sie hat einen anderen Ursprung. Die Ich-habe-keine-Zeit-Blockade hat häufig damit zu tun, dass wir ein schlechtes Zeitmanagement haben und uns auch überhaupt gar nicht bewusst sind, wo unsere Zeit hinfließt. Das heißt, dass wir häufig auf Social Media rumhängen, Dinge zusagen, für die wir eigentlich keine Zeit haben und immer und immer und immer rumspringen. Und das hat häufig damit zu tun, der Griff zum Handy, dass jedem Menschen zusagen, dass überall dabei sein müssen, hat häufig mit einem Phänomen in unserer Gesellschaft zu tun, was FOMO heißt. Fear of missing out. Wenn ich mir heute Abend Zeit für meine Träume nehme, bin ich nicht bei der Party dabei, kann nicht mehr mitreden, verpasse irgendwas. Aber wenn du die ganze Zeit versuchst, nichts zu verpassen, keinen Instagram-Post, kein Update, keine WhatsApp-Nachricht, da immer als erstes antworten musst, keine Party, keine Gelegenheit, keine Chance und dir alle Türen offen halten möchtest, dann stehst du dein Leben lang auf dem Flur. Jeder Mensch, der sich alle Türen offen halten möchte, steht sein Leben lang auf dem Flur. Der Mensch, der Angst hat, irgendwas zu verpassen, verpasst vor allen Dingen die Chance, sein eigenes Leben zu leben. Das heißt, immer wenn du merkst, ich habe ein total schlechtes Zeitmanagement, ich sag alles und jedem zu, ich bin immer da, ich bin vielleicht auch immer am Handy. Und das hat für dich viel damit zu tun, dass du dir keine Zeit für dich nimmst, hat das häufig damit zu tun, etwas zu verpassen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber ich verpasse doch gar nichts, wenn ich ans Handy gehe. Doch Social Media, WhatsApp, Benachrichtigungen am Handy, all das spielt genau auf diese Angst ab. Fear of missing out. Sie haben eine Benachrichtigung. Oh Gott, das könnte was Wichtiges sein. Da hat jemand was Neues gepostet. Das könnte was Wichtiges sein. Hier hat jemand deinen Beitrag kommentiert. Fear of missing out. Das triggert immer wieder in uns dieses Gefühl, ich muss das jetzt sehen, ich muss das jetzt haben, ich muss da jetzt dabei sein. Warum? Weil unser Gehirn auf eine Weise auch diese sanfte Berieselung liebt und weil gerade Social Media uns wie einen meditativen Zustand versetzt. Wer kennt das nicht, dass man schon am Handy scrollt, 30 Minuten dran ist und sich denkt, Halleluja, wo ist die Zeit hin? Warum? Weil sich unsere Gehirnwellen verändern, wenn wir an Social Media rumscrollen. Warum? Weil dieses Gefühl, etwas zu verpassen, entsteht. Und aber auch, weil extremst viele Kanäle, und das ist okay, dass es so ist, aber wir sollten uns darüber bewusst sein, dann auch langfristig mit Belohnungssystemen arbeiten. Das heißt, du gehst auf Instagram, du siehst schon direkt, du hast Herzen und eine Nachricht bekommen. Du machst Netflix an, es kommt direkt dieses Düdüm, was dir ein gutes Gefühl gibt, weil du jetzt weißt, jetzt nehme ich mir Zeit für mich. Aber die Frage ist wirklich, wie möchtest du deine Zeit verwenden und wie kannst du dich vielleicht auch in einer positiven Art und Weise dafür anerkennen und wertschätzen, dass du dir Zeit für dich genommen hast und Wertschätzung darin finden und das Gefühl, nichts zu verpassen, wenn du dir Zeit für dich nimmst. Weil wie gesagt, ich hatte das auch. Ich dachte auch, ich müsste auf die Party gehen und mir teilweise Zeit für mich nehmen. Und ich habe es nie alles unter einen Hut bekommen und alles ist immer runtergefallen. Und am Ende war irgendwie für alles Zeit da, nur für mich, weil ich Angst hatte, irgendwas zu verpassen. Aber du musst lernen im Leben zu sagen, ja, ich werde gewisse Chancen und Dinge verpassen, damit ich mein eigenes Leben nicht verpasse. Denn mein eigenes Leben besteht nicht aus all den unendlichen Möglichkeiten, die es hier auf dieser Welt gibt,
Mein Leben besteht aus den Chancen, Möglichkeiten, Momenten und Erfahrungen, die meinen Werten entsprechen, die meinem Herzen entsprechen, die meinen Bedürfnissen entsprechen, die meinen Träumen entsprechen. Und ja, ich werde Dinge verpassen, aber das ist doch überhaupt nicht schlimm. Auf ein ganz übles Beispiel bezogen, es ist ja auch nicht schlimm, nicht jeden Mann dieser Erde geküsst zu haben oder jede Frau, da sind wir auch ja froh drum, den einen oder anderen verpasst zu haben, okay? Sieh es einfach mal so, du musst nicht alles und jeden mitnehmen. In keinem deiner Lebensbereiche, sowohl nicht jede Party, also nicht jeden Partner, jede Partnerin, als auch nicht jede berufliche Chance, als auch nicht jede Option, als auch nicht jede Kooperationsanfrage. Was entspricht dir? Es war einer der wichtigsten Punkte für mich und auch für den Wachstum meines Unternehmens und meiner NGO zu sehen. Was entspricht jetzt gerade meinen Werten und wofür habe ich Zeit? Ich habe am Anfang allem zugesagt und die ersten Kooperationen, da waren super liebe Menschen, die ich nicht annehmen konnte. Das hat mir so wehgetan, weil ich dann vielleicht die Angst hatte, vielleicht verpassen wir was, vielleicht ist es total cool, vielleicht macht es Spaß. Aber es geht nicht darum, nicht irgendwas zu verpassen, sondern es geht einfach nur darum, dass du Entscheidungen triffst, dass du nicht das verpasst, was für dich im Leben wirklich wichtig ist. Deswegen ist die fünfte, ich habe keine Zeitblockade, immer an dein Zeitmanagement geknüpft, daran, wie gut dein Überblick darin ist und vor allem von der Angst, etwas zu verpassen, gesteuert. Und diese fünf Blockaden, das ist wirklich das, was dich am Ende davon abhält, auf irgendeine Art und Weise loszugehen. Und das Wichtige hier an der Stelle ist, jede dieser Blockaden ist eigentlich auch nur eine Ausrede. Denn du weißt eigentlich, wofür du früher bist. Du weißt auch eigentlich, dass es nicht egoistisch ist, deine Träume zu leben. Du weißt, dass du es kannst, du weißt, dass du es darfst und du weißt, wer du bist. Du weißt auch, dass du wichtig bist und dass du Zeit für dich hast. Es sind Dinge, die du tief in dir weißt, die tief in dir mal selbstverständlich für dich waren. Als Baby hast du ja auch nicht gedacht, boah, kann ich jetzt schreien oder nerve ich dann meine Eltern damit? Hast du auch nicht gedacht, ja stimmt, jetzt ist erstmal wichtiger, dass ich hier die ganze Nacht ohne hungernd liege, damit meine Eltern durchschlafen können. Da hast du dir deinen Raum und deine Zeit genommen. Das heißt nicht, dass du jetzt in so ein Verhalten gehen sollst und rumschreist, wenn du irgendwas haben möchtest. Aber dass du zurück in diese Selbstverständlichkeit kehrst, für deine Bedürfnisse Verantwortung zu übernehmen. Und die einzige Verantwortung, die du als Baby für deine Bedürfnisse übernehmen konntest, war halt zu schreien. Heute hast du tatsächlich so viele mehr Kapazitäten, so viel mehr Ressourcen, so viel mehr Wissen, so viel mehr, was dir zur Verfügung steht. Also fang doch an, Verantwortung zu übernehmen. Und hör auf, immer Ausreden perfekt zu legen, dass wenn du weißt, wofür du nicht mehr egoistisch bist, du alles kannst, weißt und darfst, nichts Wichtiges sonst passiert und dir die Zeit und Welt zu Füßen legt, dass du dann losgehen kannst. Weil wenn du auf den perfekten Moment wartest, wirst du nie losgehen. Denn der Moment ist nie perfekt. Der Moment ist nie perfekt, um für seine Träume loszugehen. Der Moment ist nie perfekt, um zu heiraten. Der Moment ist nie für irgendwas perfekt. Weil Momente erst dadurch perfekt und wunderschön werden, dass wir uns entscheiden, sie zu erschaffen. Und deswegen ist das das Wichtigste. Wenn du auf den Tag wartest, um loszugehen, dann fang an, den Tag zu erschaffen, um loszugehen. Entscheide dich, das ist der Tag, an dem ich losgehe. Egal wie das Wetter ist, egal wer an dem Tag anruft, egal was sonst abends für eine Party stattfindet, egal ob dann mein Kopf sagt, ich kann nicht, ich darf nicht, ich soll nicht, egal ob du die Befürchtung hast, egoistisch zu sein, wenn du dir mal einen Tag für dich nimmst und auch egal, wenn du erstmal gar nicht weißt, wofür es hinführt. Nimm dir Zeit für dich, nimm dir Raum für dich, arbeite an dir. Es kann alles in deinem Leben verändern, wirklich alles, wenn du dir mit einer Selbstverständlichkeit erlaubst, für dich loszugehen. Und es ist selbstverständlich, denn es wird niemand anderes für dich machen. Und das waren so meine wichtigsten Tipps für dich, wie du wirklich endlich losgehen kannst, was die meisten Blockaden sind. Und ich werde jetzt zum einen gleich nochmal so vielleicht zwei, drei Tipps mit dir teilen, was dich jetzt unterstützen kann, um trotzdem aktiv loszugehen, dass wir nicht nur gerade reflektieren, wo wir blockiert sind, sondern dass du auch nochmal ein, zwei Tipps von mir mit auf den Weg bekommst, wie du vielleicht an den einzelnen Blockaden arbeitest. Bevor es soweit ist, schaue ich aber einmal super gerne in den Chat. Und wenn du Fragen hast, haben wir auch am Ende immer so Zeit für ein, zwei Fragen. Das heißt, du kannst sie auch super gerne in den Chat stellen. Manu schreibt, vielleicht ist der Schritt, dieses Jahr 4 Monate Sabbatical zu machen, eine gute Chance, das auszuprobieren, ja. So schön. Du redest so schön, danke. Voll, ich kann das nicht, Blockade. Wie witzig. Ja, und es ist halt so.
Manu schreibt, sie fühlt sich nicht ganz wiedererkannt, weil sie eher Angst hat, alles zurückzulassen. Ja, aber das geht ja auch wieder auf den Part der Priorisierung zurück. Du müsstest dich ja in dem Moment priorisieren, wo du vielleicht ein Sabbatical machst und für 4 Monate erstmal alles hinter dir lässt. Und dich zu priorisieren, dieses Sabbatical zu priorisieren, kann immer mit Verlustängsten einhergehen. Das heißt, wenn du Angst hast, etwas zurückzulassen, hast du ja auch Angst, etwas zu verlieren, was dir vielleicht wichtig und wertvoll ist. Voll schön. Und die wichtigsten Dinge tatsächlich, die in meinem Leben so mit den größten Game Changer gemacht haben, um nicht immer wieder im Alltag, im Leben, auf dem Weg zu meinen Träumen, was auch immer ich machen und umsetzen wollte, in diese 5 Blockaden zu verfallen, ist tatsächlich einmal ein Bewusstsein zu entwickeln. Das heißt, für mich war einer der wichtigsten Schritte, eine Morgenroutine zu etablieren. Und eine Morgenroutine bedeutet nicht, dass du 8 Stunden irgendwas machen musst. Das bedeutet auch nicht, dass du meditieren musst. Das bedeutet nicht, dass du Yoga machen musst oder spazieren gehen musst. Eine Morgenroutine ist vielmehr dein Raum für dich, um bewusst in den Tag zu starten. Und ich finde das Wichtigste, bevor du auf Social Media bist, bevor du irgendwem anders guten Morgen sagst, bevor du dich mit irgendwem verbindest, vernetzt oder antwortest, ist, dich erstmal mit dir selbst zu verbinden. Und wie diese Verbindung aussehen kann, ist total optional. Bedeutet, klar, du kannst gerne morgens meditieren. Klar, du kannst gerne morgens Yoga machen oder spazieren gehen. Frag dich einfach, was unterstützt dich morgens bewusst und mit dir verbunden in den Tag zu starten. Meine Morgenroutine habe ich schon oft vorgestellt, auch in anderen Keep Yourself Wild Clubs, was aber für mich tatsächlich mit der wichtigste Punkt ist, um an den Tag selbst auch nochmal zu gucken, was brauche ich heute, wie heute. Nee, ich stelle mich jetzt nicht in den 30 Minuten, die ich zwischen Live und Heimkommen habe, an Herd und koche mir irgendwas und setze mich unter Stress, sondern ich bestelle mir was zu essen. Einfach diese Entscheidung zu treffen, sich selbst Stress rauszunehmen, gut für sich zu sorgen, ist, indem du morgens aber tatsächlich deinen Tag dir anschaust und planst und nicht wirklich fragst, was ist meine Intention heute? Das heißt, wie möchte ich heute durch den Tag gehen? Indem du dich fragst, worauf du stolz bist, um deine Ich-Stärke zu stärken. Worauf bist du stolz? Ich weiß, wir alle lieben Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist mit die wichtigste Emotion, um dich mit anderen zu verbinden. Stolz ist deine wichtigste Emotion, um dich mit dir selbst zu verbinden. Deswegen ist die mir genauso wichtig wie die Dankbarkeit. Und das heißt nicht, dass du überheblich sein musst. Gesunder Stolz sagt einfach, Alter, ich bin stolz darauf, dass ich heute Morgen meine Morgenroutine gemacht habe. Und ich feiere das. Ich bin stolz darauf, dass ich gestern Abend früh ins Bett gegangen bin, damit ich heute fit bin. Ich bin stolz darauf, dass ich gestern meine Meinung gesagt habe und wirklich mal gesagt habe, so möchte ich das nicht. Und ich möchte unter anderen Bedingungen zusammenarbeiten. Stolz heißt nicht, ich bin froh, dass ich besser bin als, schlanker bin als, was auch immer. Stolz bezieht sich nur auf dich und dein Handeln, dass du stolz bist, dass du nach deinen eigenen Werten und Vorstellungen gehandelt hast. Deswegen Intention, worauf bin ich stolz, wofür bin ich dankbar, um dich mit anderen Menschen auch zu verbinden. Du kannst stolz auf dich sein und du darfst anderen dankbar sein. Und die 4. Frage, die ich mir immer stelle, ist, worauf möchte ich heute achten? Und das ist die essentielle Frage für mein, sag ich mal, Balance im Alltag, weil ich mir meinen Tag angucke und merke, okay, krass, worauf möchte ich heute achten? Ich möchte heute darauf achten, dass ich rechtzeitig Essen bestelle, damit ich nicht kochen muss. Ich möchte darauf achten, dass ich heute Abend direkt nach meinem Mentoring-Programm meine Yogamatte rausnehme und meine 50 Minuten Pilates mache. Das sind die Sachen, worauf ich achten möchte. Und das gibt mir immer wieder, auch in vollen Alltagen, Freiraum, wirklich das zu machen, was mir gut tut. Raum für meine persönliche Weiterentwicklung zu finden, Raum für Sport und meinen Körper zu finden, Raum für das zu finden, was mir gut tut. Ja, das heißt, der erste ganz, ganz wichtige Tipp ist einfach eine Morgenroutine. Und dann nicht nach irgendwas gehen, wo du denkst, du musst es machen, sondern irgendwas zu machen. Sei es Meditation, sei es Yoga, sei es ein Spaziergang in Kombination vielleicht mit Journaling, dass du wirklich die 4 Fragen aufschreibst, um bewusst in den Tag zu starten. Warum? Weil du dann merkst, es ist gar nicht egoistisch, mir heute Abend Zeit für mich zu nehmen. Weil du dann, wenn du auf der Arbeit bist, deinen Kollegen auch guten Gewissens absagen kannst, weil du weißt, nee, ich nehme mir heute Abend Zeit für mich. Es hilft dir einfach, bewusstere Entscheidungen zu treffen. Das ist schon mal einer der wichtigsten Steps. Das andere, was du machen kannst, ist, wenn du auch an der Ich bin egoistisch oder ich kann oder ich darf das nicht Blockade festhängst, ist eine der wichtigsten Sachen für mich, ist mich zum einen mit meinem zukünftigen Ich zu verbinden, aber viel wichtiger als mich mit meinem zukünftigen Ich zu verbinden, ist für mich immer ein Moment in meiner Zukunft, wo ich mich mit den Menschen verbinde, die davon profitieren, dass ich losgegangen bin.
Bedeutet, gehen wir zurück auf das Beispiel, du bist total traurig, dass sich alle oder viele Menschen ungesund ernähren und du liebst es zu kochen und du machst deinen eigenen Koch-YouTube-Channel mit Blog und einen Instagram-Account und bietest Kurse an, wie man vielleicht gesünder sich ernähren kann, um auch über die körperliche Ebene wieder mehr Energie zu bekommen. Und dann bekommst du eine Nachricht, dann machst du ein Meetup und zu dir kommt jemand, der sich einfach bedankt und sagt, ganz ehrlich, ich habe so lange in meinem Leben gestruggelt, ich hatte nie Energie, ich war so schnell genervt, es hat sich auf all meine Beziehungen ausgewirkt, weil ich mit meinem Partner genervt war, mit meinen Kindern genervt war und es lag eigentlich nur daran, dass ich keine Energie hatte und dass mir alles direkt zu viel war und dann habe ich mich natürlich auch nicht um mich und meinen Körper gekümmert und dann kommt dieser Mensch zu dir und sagt, und als ich über deinen Account gestolpert bin, ist mir erstmal bewusst geworden, wie wichtig es eigentlich ist, für mich zu sorgen. Für mich zu kochen, loszugehen. Dann habe ich angefangen nachzukochen. Dann habe ich angefangen zu merken, wie gut es meinem Körper tut, wie viel Energie da reinkommt. Und ich bin ihr so dankbar, weil es nicht nur meine Ehe gerettet hat, es hat die Beziehung zu meinen Kindern verbessert. Es hat die Beziehung zu mir selbst verbessert. Vielleicht hast du zugenommen, wenn du zunehmen wolltest. Vielleicht hast du abgenommen, wenn du abnehmen wolltest. Aber das Wichtigste ist, du fühlst dich mittlerweile pudelwohl und gesund in deinem Körper. Das bedeutet, eine zweite wichtige Übung, ein cooles Tool, das man machen kann, ist, sich mit deinem zukünftigen Ich oder aber auch mit den Menschen der Zukunft zu verbinden, für die du einen Unterschied machen wirst. Ja, gerade wenn du Schmerzensthemen hast, kannst du für viele Menschen einen Unterschied machen. Weil wir alle tragen unsere Schmerzensthemen, jeder einzelne Mensch tief in seinem Herzen vergraben. Und es tut so unendlich gut, wenn ein Mensch sein Herz öffnet und mit seinen Themen losgeht, damit der Raum offen ist, damit auch anderes tun können. Und der dritte Tipp, den ich dir gerne mit auf den Weg geben würde, ist teilweise aber auch einfach Struktur reinzubekommen und let's make a plan. Mach einen Plan, schreib dir auf, was ist dein Ziel, was möchtest du machen, was sind die Zwischenschritte und bis wann. Mach einen Plan und erzähle anderen Menschen davon. Nimm dir einen Buddy an die Hand. Das sind drei verschiedene Ebenen. Einmal ich verbinde mich mit mir. Einmal ich verbinde mich mit der Zukunft, die ich erschaffen möchte. Und einmal ich übernehme im Hier und Jetzt Verantwortung. Und das kannst du auf all diese Blockaden anwenden, um da wirklich zu merken, Gott, so kann ich losgehen, trotz meiner Blockaden. Denn ich hatte die Blockaden am Anfang auch und ich habe sie irgendwo auch immer noch in mir. Und wenn man irgendwie mal einen Tag hat und eine besonders große Herausforderung oder was auch immer, kommt man immer noch mal ins Schlauchen und vielleicht kommt immer noch mal so ein Gedanke hoch. Aber das Schöne ist, je mehr du im Bewusstsein bist, je mehr du mit dir verbunden bist, je mehr du an dir arbeitest, kannst du dich selbst so ein bisschen ertappen und merkst schon so, wie so dieser Gedanke um die Ecke getingelt kommt und sich eigentlich wieder in deinem Kopf einnisten möchte. Und du kannst dann sagen, okay, ich merke gerade, wo das Gefühl herkommt und ich kann damit arbeiten, ich kann damit umgehen. Und ich hoffe, dass dir das wirklich geholfen hat, die ein oder anderen Tools mitzubekommen, sowohl daran drüber nachzudenken, was blockiert mich eigentlich, welche der 5 Blockaden habe ich, als auch wirklich zu schauen, was sind vielleicht die Dinge, die mir helfen könnte, welche der 3 Tipps mache ich noch nicht und dann fange mit einer Sache an, die wirklich für dich die größte Hebelwirkung hat. Genau. Und damit schaue ich einmal in den Chat. Und wenn du eine Frage hast, ist jetzt tatsächlich der Raum, deine Frage zu stellen. Das heißt, wenn du merkst, bei mir ist es gerade so, bei mir ist es gerade anders, dann haben wir noch Zeit für eine Frage. Und genau. Danke, werde jetzt ganz motiviert. Das freut mich. Das freut mich so sehr, liebe Manu. Enjoy life, sag ja auch dein Name. Sehr cool. Kriege ich mal den Fragensticker. Ich weiß gar nicht, habe ich vorher einen gepostet? Ist das der Fragensticker? Nee, ich habe keinen Fragensticker gepostet. Dann müsst ihr sie hier reinstellen. Ich bin so gern dabei, so wertvoll deine Power Talks. Das freut mich so, so sehr. Und wenn ihr tatsächlich keine Fragen habt, dann wären wir heute am Ende unserer kleinen Live-Coaching-Session. Falls dir das gefallen hat, freue ich mich einfach riesig, wenn du den Keep Yourself Fire vielleicht Freunden empfiehlst, wenn du es vielleicht in deiner Story teilst, wenn du einfach anderen Menschen sagst, hey, das ist eine witzige Frau, die kommt immer donnerstags, mittwochsabends um 19 Uhr, mittwochsabends um 19 Uhr live und gibt einfach Input, der dich unterstützt, wieder glücklicher, wieder erfüllter zu sein, dich wieder mehr mit dir selbst zu verbinden. Und das Schöne ist, je mehr Menschen hier reinschneiden, desto mehr freue ich mich auch, weil es einfach zu meiner Vision beiträgt, dich auch dazu zu inspirieren, wirklich
ein Leben in der nicht-digitalen Welt zu führen und ein Leben, was du wirklich erleben kannst und möchtest und wo du morgens aufstehst und sagst, ich bin dankbar und ich würde mit niemand anderem tauschen. Ich finde, das ist der schönste Tag in meinem Leben oder einer der schönsten Momente im Leben oder in meinem Leben war, als ich irgendwie 2019 mich entschieden habe, für meinen Traum loszugehen. Und ich hatte immer so ein Mangelgefühl und dachte immer, ich würde gerne mit der oder der Person das Leben tauschen, weil das sieht bei denen so viel besser aus. Und ich weiß noch, ich bin das erste Mal aus der Meditation aufgewacht, wie Augen auf, hab rausgeguckt und so, ich würde verdammt nochmal mit niemandem auf diesem Planeten mein Leben tauschen. Und das ist einfach ein Gefühl, was ich mir für mehr Menschen auf diesem Planeten wünsche, dass du einfach sagst, ich weiß, andere Menschen haben ein cooles Leben. Ich würde mit niemandem auf dieser Welt tauschen, weil mein Leben mindestens genauso cool ist. Genau, das heißt, falls da jemand noch mal so ein bisschen Portion Selbstwert, Selbstbewusstsein, aber auch Selbstvertrauen und das eigene Leben feiern darf, dann freue ich mich, wenn du den Keep Yourself Wild Club teilst, wenn du ihn wirklich empfiehlst und ja, wenn du ansonsten einfach auch noch mal es dir im Nachgang anschaust, die Notizen machst, wie auch immer, nutze es so für dich. Steffi schreibt noch, es freut mich gerade, auf heute Modul 3 angefangen. Ich bin stark und kann Keep Yourself Wild mit jedem ans Herzen legen. So schön, dass du bei Keep Yourself Wild dabei bist. Keep Yourself Wild ist wirklich mein Babykurs. Also es ist kein Babykurs für Babys, aber es ist so mein absolutes Herzensprojekt, wo wir ja letztes Jahr im Sommer tatsächlich mehrere Wochen live gestartet sind. Das heißt, jeden Morgen live zusammen in den Tag gestartet sind. Und dann gab es den Kurs nochmal im November als Aufzeichnung, aber tatsächlich auch mit Kickoff und Live. Und falls du auch überlegst, das nächste Mal bei Keep Yourself, natürlich auch immer auf die Warteliste eintragen lassen, dann wirst du benachrichtigt, sobald es wieder losgeht. Und vor allen Dingen warten dann immer besonders coole Specials auf dich. Sehr cool, das freut mich. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend, drück dich von Herzen und sag Keep Yourself Wild und bis nächste Woche Mittwoch. Alles, alles Liebe, deine Michi. Mach's gut!